Hallo ihr Lieben, willkommen zum dritten Tutorial für das Stück Multiple 12 von Wim Mertens. Wir schauen uns heute zunächst die dritte Zeile des Stückes an. Wir fangen wieder ganz, ganz langsam an. Die dritte Zeile ist von den Noten her sehr einfach. Wir haben immer ein A, das sich wiederholt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 und auf den letzten drei Achteln haben wir eine Quarte zu spielen, nämlich G und D. Und dann geht es wieder zurück zum A. Die beiden Takte sind identisch. Wir fangen an zu üben, wieder ganz langsam mit Achtelschlägen gleich 40. 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wir müssen hierbei besonders gut darauf Acht geben, das ist auch etwas tricky bei dieser Zeile, dass diese zwei Takte ja in sich schon eine Wiederholung sind. Wir haben einen Takt, der noch einmal wiederholt wird, trotzdem müssen dann beide Takte nochmal wiederholt werden. Also insgesamt spielen wir vier Takte, die identisch sind. Hier muss man sehr gut aufpassen, denn bislang hatten wir immer zwei verschiedene Takte zu spielen, die einmal wiederholt worden sind. Hier haben wir zwei gleiche Takte, die ebenfalls wiederholt werden müssen und somit haben wir vier identische Takte zu spielen. Ich erhöhe dafür aber wieder das Tempo. Ich gehe auf Achtelschläge gleich 50. 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wiederholung 1. Wir gehen auf Tempo 60 und ich möchte noch zur Erleichterung vorschlagen, spielt doch auch wieder die Basshand mit, spielt die linke Hand mit, die Zeile 12, dann habt ihr wenigstens zwei verschiedene Takte und vertut euch eventuell nicht mit der Anzahl der schon gespielten Takte. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wie schon gesagt, ihr dürft alle Zwischenschritte zwischen meinen Temposteigerungen für euch alleine auch üben, wenn ihr diese Hilfe braucht.
Ja, ich gehe jetzt in etwas schnelleren Schritten voran, aber ihr dürft zwischendurch stoppen und ihr dürft wirklich jede Einheit vom Metronom zum Üben nutzen. Wir gehen jetzt auf Tempo 80. 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3. Ihr dürft nun wieder die Zwischenschritte üben, wenn ihr möchtet, oder ihr springt mit mir gemeinsam ein kleines Stückchen weiter auf Tempo 100. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und wieder gehen wir ein Stückchen weiter bis Tempo 120. Und ihr könnt es jetzt auch, ich spiele es jetzt einmal für euch ohne Bass und einmal mit Bass, sodass ihr den Unterschied spüren könnt. Ich finde es einfacher, mit Bass zu spielen. Wichtig ist nur, wenn ihr den Bass nicht mitspielt, müsst ihr trotzdem diese Schwerpunkte fühlen, damit ihr nicht aus Versehen mit eurer rechten Hand auf einmal auf einer betonten Zählzeit spielt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und jetzt schalten wir auf die Viertel um, auf die punktierten Viertelnoten, auf 40. Ich spiele jetzt den Bass wieder mit. 3, 4. Wir gehen wieder in Richtung Endtempo. Wir gehen jetzt auf punktierte Viertel 50. 1, 2, 3, 4. Schon, dass es schwieriger wird, immer nur auf den unbetonten Zählzeiten zu spielen mit der rechten Hand. Deswegen zählen wir das noch einmal in Achteln durch. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und zu guter Letzt ein Durchlauf im Endtempo, punktierte Viertel 58. 1, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 1.
Viel Spaß beim Üben wünscht euch die Eva.